Willkommen in diesem Online-Workshop von Floridae zum Thema Verträge und Abrufaufträge. In diesem Workshop zeigen wir, wie Sie einen Vertrag erstellen und wie Sie kundenspezifische Angebotsregeln für langfristige Vereinbarungen festlegen können. Darüber hinaus werden wir uns ansehen, wie Abrufaufträge erteilt und verwaltet werden. Fangen wir gleich an. Mit dem Vertragshandel in Floridae können langfristige Vereinbarungen zwischen Züchtern und Käufern festgelegt werden. Diese Vereinbarungen werden kundenspezifische Angebotsregeln, auf die sowohl der Züchter als auch der Käufer zugreifen können. Sowohl Züchter als auch Käufer können Verträge erstellen, aber diese müssen immer von der anderen Partei genehmigt werden. Wie man einen solchen Vertrag erstellt, zeigen wir Ihnen nun Schritt für Schritt. Gehen Sie zu Verkauf und dann zu Verträge im linken Menü. Dies ist die Übersichtsseite, auf der Sie alle Ihre Verträge nach dem Erstellen finden. Um einen neuen Vertrag hinzuzufügen, klicken Sie auf Vertrag hinzufügen. Geben Sie zuerst die allgemeinen Vertragsinformationen ein. Wählen Sie einen Titel, zum Beispiel den Endkunden, die Produkte oder die Mixbezeichnung. Wählen Sie dann den Kunden aus und überprüfen Sie, ob die richtige Kundennummer ausgewählt ist. Sie können sowohl nach Unternehmensnamen als auch nach Kundennummern suchen. Fügen Sie optional einen Endkunden, Anhänge und Spezifikationen hinzu und wählen Sie die gewünschte Währung. Wenn es sich um einen Vertrag in Zusammenarbeit mit mehreren Lieferanten handelt, aktivieren Sie Vertrag mit Unterlieferanten. In Schritt 2 können Sie dann den Unterlieferanten hinzufügen. Sie können auch die automatische Genehmigung von Abrufaufträgen auswählen. Abrufaufträge innerhalb des vereinbarten Preis- und Mengerahmens werden ohne Bestätigung zu Verkaufsaufträgen. Die Auswahl alternativer Artikel ist nicht mehr möglich, wenn diese Option aktiviert ist. Wählen Sie anschließend die Lieferbedingungen aus, die Sie erstellt haben. Legen Sie den Versand und Lieferort fest. Möchte Ihr Kunde die Ware selbst abholen oder soll sie an einen abweichenden Ort geliefert werden? Klicken Sie dann auf Weitere Liefermöglichkeiten und wählen Sie die gewünschte Lieferoption aus. Klicken Sie auf Nächster Schritt. So können Sie sicher sein, dass Sie nicht versehentlich etwas übersehen. Im nächsten Schritt fügen wir Artikel hinzu. Fügen Sie Artikel zum Vertrag hinzu, indem Sie auf Artikel hinzufügen klicken. Verwenden Sie die Suchleiste, um die gewünschten Artikel schnell zu finden, und klicken Sie auf die Artikel, die Sie diesem Vertrag hinzufügen möchten. Überprüfen Sie die Eigenschaften der Artikel und passen Sie sie bei Bedarf an, indem Sie auf die Eigenschaft klicken. Wählen Sie die gewünschte Beladung per Artikel aus und klicken Sie, wenn Sie fertig sind, auf Bestätigen. Sie können jetzt auch Alternative auswählen. Dies kann nützlich sein, wenn der Kunde beispielsweise eine bestimmte Blumenfarbe wünscht und es keine Rolle spielt, welche Sorte es ist. In diesem Vertrag legen wir eine alternative Tulpe für Kaviar fest. Wir wählen Purplestone aus. Dann ändern wir den Gruppennamen in Lila Tulpe. Klicken Sie auf Bestätigen. Wenn es möglich ist, dass die Eigenschaften abweichen können und der Kunde damit einverstanden ist, aktivieren Sie Variationen von Artikeln zulassen. Mit den drei Punkten neben der Artikelzelle können auch zusätzliche Dienstleistungen ausgewählt werden. Hierzu können beispielsweise das Hinzufügen von Tüten, Aufkleber oder Etiketten gehören. Wenn Sie die Option optional aktivieren, muss bei der Auftragserteilung kein zusätzlicher Service ausgewählt werden, dies ist dann optional. Klicken Sie auf Nächster Schritt. Legen Sie anschließend die Planung fest, wählen Sie aus, ab welchem Zeitraum der Vertrag gültig ist und wann er endet. In diesem Fall erstreckt sich der Vertrag von Woche 1 bis Woche 15 im Jahr 2024. Wählen Sie dann den Zeitraum aus, in dem Sie die Planung ausfüllen möchten, wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich. Wir wählen hier Woche. Klicken Sie auf Nächster Schritt. Abnahme und Preise, wählen Sie zuerst, ob Sie mit Stück oder Verpackungen arbeiten möchten. Geben Sie dann für jeden Zeitraum die Anzahl der Verpackungen, den Preis und die zulässige Marge ein. Wenn Sie dies für mehrere Zeiträume gleichzeitig tun möchten, aktivieren Sie die Zeiträume unten im Bildschirm, um auszuwählen, ob Sie die Mengen oder die Preise eingeben möchten. Gelten diese Werte für alle Artikel im Vertrag? Unten im Pop-up-Fenster können Sie abhaken, ob Sie mit diesen Einstellungen auf alle Artikel im Vertrag anwenden möchten.
Speichern Sie den Vertrag und warten Sie auf die Genehmigung des Käufers. Sobald der Vertrag genehmigt ist, können sowohl der Züchter als auch der Käufer Abrufe zu diesem Vertrag tätigen. Um einen Abrufauftrag zu erteilen, folgen Sie den nächsten Schritten. Gehen Sie zu Verkauf und dann zu Abrufaufträgen im Floride-Menü. Sie befinden sich jetzt in der Übersicht der Abrufaufträge. Um einen Abrufauftrag zu erstellen, klicken Sie auf Abrufauftrag hinzufügen. Wählen Sie den gewünschten Vertrag für den Abrufauftrag aus. Überprüfen Sie die Lieferinformationen und wenn erforderlich, können Sie hier den Lieferort, den Transporteur und den Lieferzeitpunkt ändern. Gehen Sie dann zu den Artikeln. Wenn eine Preisspanne vereinbart wurde, können Sie die Stückzahlen und/oder Preise innerhalb der Preisspanne ändern. Geben Sie die abzurufenden Mengen ein und tun Sie dies für alle Artikel. Bei der Tulpe Kaviar haben wir gerade eine Alternative angegeben. Hier sehen Sie nun die Möglichkeit, auch die Alternative auszuwählen. Auch hier werden wir 64 Kisten abrufen. Es ist möglich, außerhalb der Bandbreite abzurufen, dies muss jedoch genehmigt werden. Sie können Abrufaufträge auch automatisch in einem bestimmten Zeitraum wiederholen lassen. Dies ist nützlich für regelmäßige Bestellungen. Klicken Sie auf Wiederholen und geben Sie an, wie oft der Abrufauftrag automatisch erteilt werden soll, indem Sie eine Häufigkeit wie täglich, wöchentlich oder monatlich festlegen. Wählen Sie den Zeitraum und entscheiden Sie, ob Sie die Preise wie in der Abrufauftragserteilung oder wie zuvor im Vertrag festgelegt übernehmen möchten. Klicken Sie auf Speichern und Abschließen, um den Abrufauftrag zu erteilen. Vergessen Sie nach dem Speichern nicht, die Lieferung abzuwickeln. Wir haben Ihnen gezeigt, wie Sie Verträge erstellen und Abrufaufträge erteilen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haben Sie noch Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.